willkommen zu dem Video. Ich bin Eva und in dem Video teile ich meine Tipps und Tricks, um euch zu helfen, wenn ihr euch selbstständig machen wollt und Unternehmen gründen wollt. Einfach, was mir geholfen hat. Und ich hoffe, ihr macht nicht die gleichen Fehler. Also der erste Punkt ist einfach, dass ihr, wenn ihr überfordert seid oder einfach dieses überfordert seid mit der Situation, weil einfach als wenn man sein eigenes Unternehmen hat, muss so viele verschiedene Rollen, vor allem am Anfang, besetzen. Und für mich war das, ich war teilweise einfach überfordert, weil ich hatte einfach nicht genaue Ansatzpunkte, wie ich vorgehen soll. Und das hat mich überfordert. Und was mir da geholfen hat, ist einfach teilweise einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, worauf muss ich mich fokussieren? Weil wenn man in dieser Situation drin ist, dann kann sich's, zumindest bei mir hat sich das so angefühlt, als ob ich in einem Sturm oder so ein bisschen in einem Nebel drin bin. Und ich wusste gar nicht richtig, was ist oben, was ist unten, was ist rechts, was ist links. Aber wenn man da einen Schritt zurückgeht und ein bisschen aus dem Nebel rausgeht, dann kann es einfach viel, viel hilfreicher sein. Also zum Beispiel bei mir auch, und es kann groß sein oder es kann auch ganz klein sein. Also zum Beispiel, dass man nur eine komplette Pause macht oder dass man einfach nur in einem bestimmten Projekt einen Schritt zurückgeht. Aber das kann und war auch für mich super, super hilfreich, dass ich sage, okay, es gibt so viele Dinge, ich trete einen Schritt zurück und mache einfach eine Sache nach der anderen. Und ja, also das hat mir viel geholfen. Der zweite Punkt ist, seine Denkweise ein bisschen zu ändern. Zum Beispiel, wenn man merkt, okay, man ist ein bisschen negativ. Zum Beispiel, dass man sagt, beim Unternehmertum, du musst ganz, ganz viele Sachen lernen, vor allem am Anfang oder auch immer eigentlich, dass du dann sagst, jetzt muss ich das lernen und andere Leute können das schon und bla bla bla. Nee, du musst einfach sagen, ja, okay, ich will das lernen und ich darf das lernen und es ist ein Privileg und ich freue mich darauf, das zu lernen und dass du einfach da eine andere Mentalität hinbekommst und kein Unternehmen ist perfekt, also du musst immer Sachen machen, die dir keinen Spaß machen. Das gehört einfach dazu, also zumindest vor allem am Anfang, wenn du die Sachen noch nicht outgesourced hast und dann einfach sagen, okay, das gehört dazu und dann einfach mit einer besseren Einstellung an die Sache rangehen, weil ich glaube, das habe ich gemacht, dass ich so ein bisschen negativ an die Sache ein bisschen dran gegangen bin, also zumindest in einem gewissen Abschnitt, aber wirklich die Verantwortung für seine eigene Mentalität zu übernehmen, seine eigene Denkweise zu übernehmen und ein bisschen Positivität reinzubringen, das macht echt einen großen Unterschied. Der dritte Punkt ist auch, wenn du die Möglichkeit hast, such dir Hilfe. Also gewisse Sachen, glaube ich, muss man einfach für sich selber lernen. Das kann nicht jemand anderes für dich lernen. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn du dir Hilfe suchst. Also Bücher lesen ist natürlich das super wichtig, ist eine Grundlage. Kurse zu machen ist noch besser, weil du einfach, also ich würde sagen, so wie Podcasts und YouTube-Videos und so weiter, das ist die Grundlage. Das Problem damit ist einfach, dass es ist nicht geordnet und es ist so ein bisschen konfus. Also wenn jetzt jemand, der Billionen hat, über seine Marketingstrategie redet, das betrifft dich als Anfänger überhaupt nicht, weil du einfach eine andere Unternehmensform hast. Wenn jetzt jemand redet, der einfach einen Schritt weiter ist als du. Das heißt, das bisschen YouTube ist super, aber es ist ein bisschen konfus. Das zweitbeste ist Bücher, dann Kurse zu machen von Leuten, die das organisiert haben. Und dann das Beste ist eigentlich, wenn du dir Mentoren suchst, die dich irgendwie unterstützen können. Das ist auch super, super wichtig, weil du einfach schneller ans Ziel kommst, wenn du von den Fehlern von anderen Personen lernst. Und du hast auch diese Accountability, dass du es auch wirklich durchziehst. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir Leute suchst, die dich unterstützen. Genau, aber wenn du es nicht kannst, dann nicht aufgeben, dann einfach Bücher lesen und Kurse machen. Genau, aber einfach diese Education, diese Bildung zu bekommen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, du kannst nicht ein Schreiner werden, ohne das gelernt zu haben, du kannst nicht ein Arzt werden, ohne Medizin zu studieren, du kannst nicht Bäcker werden, ohne eine Ausbildung zu machen, weil du das Handwerk einfach lernen musst und das Gleiche ist auch mit Unternehmertum und ich glaube einfach, weil zumindest viele Leute, vielleicht ich auch, gehen vielleicht einfach mit der falschen Einstellung drauf an die Sache ran, dass sie denken, oh, das geht so, aber es ist wie jeder andere Beruf auch,
das ist ein Handwerk, das man lernen muss. Und bei Unternehmertum einfach die verschiedenen Bereiche, das ist ein Handwerk. Der nächste Punkt, den ich gewünscht hätte, dass mir da jemand vielleicht geholfen hätte, ist, dass du, warte, wie sage ich das am besten? Genau, dass du einfach dich auf das Coole fokussierst, also einfach darauf fokussierst, okay, Unternehmen ist einfach sowas Tolles, du kannst definitiv wachsen und dich da auch auf die positiven Seiten fokussierst wieder. Das ist auch ganz, ganz cool, weil ich glaube, das ist auch in einer Beziehung teilweise so, es gibt immer Licht und es gibt immer Schatten und es kommt wirklich darauf an, worauf du dich fokussierst. Fokussierst du dich auf die schlechten Seiten und auf das Schatten, weil Unternehmertum hat auch ganz viele Schatten. Es ist risikohafter, du musst teilweise mehr arbeiten etc. Oder fokussierst du dich auf das Positive davon. Du hast mehr Chancen, du kannst persönlich wachsen, du kannst mitbestimmen. Und es hilft wirklich, sich von den Fehlern zu lernen und sich aber auf das Positive zu fokussieren. Das hilft auch. Und was mir auch geholfen hat, ist einfach persönlich auch zu wachsen. Also zum Beispiel, wenn du viel Ego hast, dann zu sagen, hey, hilft es meinem Unternehmen zu wachsen oder nicht? Und wenn du viel Ego hast, dann nicht, weil du zum Beispiel sagst, ich bin der Beste oder die Beste, meine Produkte sind alles super. Aber wenn dein Produkt nicht gut ist, dann kauft es natürlich auch keiner. Also du musst ein bisschen immer an deinem Charakter arbeiten, sodass dein Unternehmen wachsen kann. Und diese Soft Skills, ich glaube, da hatte ich das auch irgendwie mal so ein bisschen im Kopf, so eine mentale Blockade, dass ich dachte, ja, ich bin einfach so, wie ich bin. Und zum Beispiel, ich bin schüchtern, dann bin ich einfach so. Oder ich bin, kann das nicht so, dann ist es einfach so. Aber Soft Skills kann man auch lernen. Es braucht vielleicht für ein paar Leute ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen weniger Zeit. Aber du musst einfach schauen, was braucht mein Unternehmen. Und auch wenn du jetzt sagst, okay, ich mag nicht vor Publikum sprechen, aber dein Unternehmen braucht das von dir, dann musst du das lernen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dich darauf fokussierst, was braucht mein Unternehmen von mir. Oder wenn du zum Beispiel mentale Blockaden hast, wie ich schaffe es nicht oder ich kann es nicht, das hilft deinem Unternehmen nicht weiter. Also du musst da die Verantwortung übernehmen, dass du da diese Blockaden löst, dir Hilfe suchst, diese Blockaden zu lösen. Vielleicht auch, wenn du Trauma hast, Kindheitstrauma, dass du das aufarbeitest, weil im Endeffekt, was zählt so für dein Unternehmen natürlich, ist auch, dass das Unternehmen wachsen kann. Also genau, das ist ganz wichtig. Und das ist auch das Schöne dran, dass du wachsen kannst. Du kannst wachsen als Persönlichkeit und in gewisser Weise zeigt sich das dann auch in deinem Unternehmen. Das ist auch was ganz, ganz Cooles. Genau. Und was auch noch eine wichtige Lektion war, die ich gelernt habe und immer noch lerne, ist, aus der Komfortzone rauszugehen. Also es ist einfach so, dass in der Komfortzone findet kein Wachstum statt. Und aus der Komfortzone findet Wachstum statt. Das heißt, wenn du aus dieser Komfortzone rausgehst, dann kannst du wachsen. Also zum Beispiel, wenn du hast gewisse Sachen, vor denen du einfach Angst hast, zum Beispiel du hast noch nie mit Klienten gearbeitet, dann hast du ein bisschen Angst davor, dann musst du das machen. Oder du hast noch nie ein YouTube-Video gepostet, brauchst es aber als Marketingstrategie, dann musst du das machen. Also such dir Sachen, vor denen du Angst hast, aber weißt, dass die dein Unternehmen voranbringen und dann mach die Sachen. Das ist ganz wichtig. Und aus der Komfortzone da auszugehen, das fühlt sich nie gut an. Es fühlt sich immer schlecht an, so ein bisschen unwohl. Man fühlt sich komisch, das erste YouTube-Video fühlt sich komisch an. Aber man erweitert seine Komfortzone und dann hat es einfach einen positiven Auswirkung auf dein Leben. Zum Beispiel bei mir, ich will auswandern und das ist aus der Komfortzone raus. Aber es hat einen positiven Einfluss auf mein Leben, weil ich einfach dran ganz viel wachse. Genau, und dann noch ein Tipp, den ich geben kann, und zwar, das ist auch ganz, ganz wichtig, ist, hör den richtigen Leuten zu. Also es hat keinen Sinn, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, dass du dann vielleicht deinen Bekannten zuhörst, die noch nie ein Unternehmen aufgebaut haben, die glücklich angestellt sind, die absolut kein Gespür für Risikofreude haben,
die einfach super glücklich sind als Angestellte, das ist nicht die Person, die du fragen solltest, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, sondern die Person, die du fragen solltest, sind Personen, die Expertise in diesem Bereich haben, in diesem spezifischen Bereich. Und in dem Fall sind das Unternehmer, die schon was aufgebaut haben, die weiter sind als du. Und von denen musst du lernen. Und es ist so, so, so wichtig, das zu verstehen für das komplette Leben, dass man einfach in dem Bereich, in dem man wachsen will, in dem man was lernen will, Personen fragt, die Expertise in dem Bereich haben. Also ich frage nicht eine Freundin, die in einer toxischen Beziehung ist, für Liebes- oder Beziehungstipps. Ich frage nicht, also eine Person, die noch nie ausgewandert ist, für Auswandertipps, weil einfach die Einstellung komplett anders ist. Und es ist nicht, das eine ist falsch oder richtig, also nicht für manche ist angestellt sein viel besser, für andere ist Unternehmertum viel besser. Es gibt nicht wirklich richtig oder falsch, aber du musst trotzdem schauen, wen du fragst, weil das einfach einen Einfluss hat. Wenn du ein Unternehmen, wenn du den Traum hast, du willst ein Unternehmen zu machen, und dann sprichst du mit jemandem, der das noch nie gemacht hat, der kein Gespür dafür hat, der glücklich angestellt ist, dann wird die Person möglicherweise oder mit großer Wahrscheinlichkeit dich beeinflussen und einfach durch ihre tolle, oder wie sagt man, mit dem Teilen von seiner Erfahrung oder ihrer Erfahrung, wie toll das Angestelltensein ist und wie glücklich er sie ist, dann wird es dich beeinflussen. Und das muss man einfach wissen. Also schau wirklich drauf, von wem nimmst du deine Ratschläge, dass du da ein bisschen aufpasst und auch dich ein bisschen aufpasst, mit wem du dich umgibst. Weil es ist einfach so, du bist die Person mit den 5 Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Natürlich, es gibt Personen, die schaffen es trotzdem, aber es ist schwieriger. Also wenn du Leute hast, die dich aufbauen, die in dich glauben, es ist einfach leichter. Es ist weniger Resistenz. Wenn du zum Beispiel mit 5 Freunden zusammenhängst, jeden Tag einen Liter Bier trinken oder so, dann ist es nicht automatisch, dass du auch Bier trinken wirst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, weil sie einfach das Alkohol da haben und weil sie das als nichts Schlimmes erachten. Aber wenn du jetzt mit 5 Personen oder 5 Freunden zusammenhängst, die, gesund essen, dann heißt es nicht, dass du dich auch gesund ernährst, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, weil es einfach leichter ist, weil einfach sie schon vielleicht gesunde Snacks oder so da haben. Also ja, schau ein bisschen darauf, mit wem du dich umgibst, wenn du dein Unternehmen gründen willst. Du schaffst es trotz deiner Umgebung, das glaube ich schon, aber es ist auf jeden Fall härter. Okay, das war das Video für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt oder so, dann schreibt es in die Kommentare. Und genau, wenn ihr Fragen habt oder sowas auch, wenn euch das Video gefallen hat, gibt es ein Like, abonniert meinen Kanal und man sieht sich im nächsten Video. Und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, vielleicht auch welche Produkte ich derzeit anbiete oder so, schaut in die Infobox. Ciao, ciao!